Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flavo und wir sind in der letzten Runde vom Splatfest. Was war zuerst da? Das Ei oder die Henne? Und ja, und Kip schaut sich hier noch ein bisschen auf dem Krolisplatz um und dann geht's gleich rein in die Arena. Und ja, wir wollen ein bisschen Eiermumpe verteilen. Bis gleich, wir gehen jetzt. Na, Kip, auf was wartest du? Jetzt geht's los. So, und wir sind auf der Wandelzonen-Arena. Eingesperrte Liebe heißt die, und es geht los. Bereit? Ja, wir sind bereit. Und es geht los. Kip verteilt sehr souverän das Eigelb und auch wie das schön leuchtet. Also ich finde ja die Splatfeste immer wieder ganz toll, weil da die Farben so schön leuchten und die Stimmung, diese Nachtstimmung. Man sieht im Hintergrund übrigens echte Nachrichten, die man auf dem Krolisplatz auch immer so an dem roten Schalter da schreiben kann. Die sind auch hier überall verteilt, auf Fahnen und überall. Aber gut. Wir wollen jetzt nicht die Nachrichten angucken, sondern wollen spielen. Und Kip hat schon fast 500 Wehrpunkte. Ja, Comic Cat hat er weggesplattet und die eingesetzt. Und ja, es sieht ziemlich gut aus. Es sind noch über 2 Minuten Spielzeit. Und wie schon im ersten Video erklärt, diese Wandelzone hat bestimmte Bereiche, die nach einer bestimmten Zeit dann einfach abgedeckt werden und dann können die nicht mehr umgefärbt werden. Ein kleiner Trick, man lässt sich einfach einsperren, ja, sofern man das schafft. Ich glaube, Kip ist jetzt gerade, so erst ein steht vor, Kip ist gerade in so einem Bereich, na, und er wurde weggesplattet. Von Milmil oder Mimi? Was stand da? Milmil oder Mimi? Ach, Mimi wäre lustig, ja. Es gibt ja ein bestimmter Mimi, aber das lag ja nicht. Ich glaube, da ist Milbild gestanden. Erste Eindämmung. Ah, gut. Ja, er ist schon wieder weggekillt worden, wieder von Mimi. Oh, jetzt hat sich das Blatt gedreht. Wir haben über 1000 Fairpunkte. Die letzte Minute ist gleich im Anmarsch. Wird Kip diese Runde für sich entscheiden können? Oder nicht. Jetzt wird es spannend, die letzte Minute. Ah, er springt nochmal. Hoffentlich springt er. Ja, und er springt in den Tod rein. Meistens beim Springen, weil es nämlich angezeigt wird bei Splatoon, wenn jemand gerade am Springen ist. Oder die Stelle da, wo jemand hinspringt, ihn spawnt. Und es gibt dann solche Schlawinsel, die stellen sich extra an so einem Punkt hin. Und ah, ich sehe gerade, die Eindämmung ist. Und stellen sich extra an so einen Punkt hin und warten dann und blatten dann gleich weg. Das hat Kip auch schon gemacht. Das ist auch, ja, soweit es geht, in Ordnung, wenn man wirklich sieht, jetzt wird es knapp. Es geht auch ums Gewinnen, ja. Nur wenn man sich vor dem Spawnpunkt wirklich hinstellt, also den Hauptspawnpunkt meine ich, und ständig darauf spekuliert, jemand ganz bestimmt immer wieder wegzukillen, ist das nicht so lustig. Und es ist ziemlich ehrenlos. So, hier. 3, 2, 1 und Ende. Wie sieht's aus? Wir haben, oh, ein schöner großer Teller mit Rührei und ein klarer Sieg für Team Ei. Kip freut sich seine Teammitglieder auch. Jawohl, alles leuchtet schön grün. Er ist zwar bloß auf Platz 3, was die Fairpunkte angeht, aber wir gucken uns den Beitrag an. Beitrag insgesamt 75.915. Er ist der Eye-Fan-Clip leider. Das ist etwas, das sich wirklich sehen lassen kann. Wunderbar. Und weiter geht's. So, wie schon im ersten Video angekündigt, sage ich es jetzt hier nochmal. Natürlich ist dieses eine Aufzeichnung. Die Ergebnisse vom Splatfest sind natürlich bekannt. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam das an. Die ganzen Spiele und die ganzen Battles, die Kip gespielt hat, werden vielleicht, ich weiß es noch nicht genau, in einem Livestream oder in einem Videozusammenschnitt. Wenn dieses Video, sagen wir mal, 20 oder 30 Klicks hat, dann machen wir den Nightstream.
Es kommt auch natürlich darauf an, auf die Resonanz von eurer Seite, weil ich möchte jetzt nicht umsonst für zwei Leute, wo da vielleicht zugucken, mir die ganze Mühe machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was unsere beiden Top-Moderatorinnen hier zu sagen haben zum amtlichen Endergebnis vom Splatfest Ei versus Henne. Und wir schalten live ins Studio. Ja, ihr habt es gesehen. Team Henne hat gewonnen, aber nur sehr, sehr, sehr knapp gewonnen. Und Team Ei hat verloren, obwohl wir alles gegeben haben und obwohl es eigentlich sehr gut ausgesehen hat. Aber gut, so ist es nun mal. Es gab ein paar Sachen während diesem, naja, gut, nicht in diesem Splatfest, aber so allgemein, was mir aufgefallen ist. Was es wenn es ums Spielen bei Splatoon allgemein angeht. Es wäre wert, aber darüber ein eigenes Video zu machen, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, das passt jetzt nicht so ganz. Ich bin jetzt nicht ganz in Feierlaune, aber ich bin jetzt auch nicht ganz mega down, weil ihr müsst wissen, Splatoon ist Liebe, ja, also Splatoon, also das ist alles, ja, das ist wirklich richtig, richtig toll. Und obwohl wir verloren haben, beziehungsweise zum Verliererteam gehören, gönnen wir mal Kip. Wird sich Kip jetzt was zu essen gönnen? Gehen wir erstmal was futtern bei Schrimpten. Ah, super schön die Sandwich und so was zu trinken. Und die Erfahrung der Ausrüstung erhöht. Ja. Leider haben wir dafür kein Geld. Nein, 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 warte, Schrimpten. Nein, 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 nein. Schrimpsen, Schrimpsen. Das hier, das super schöne Sandwich, das hätten wir gerne, weil das reicht nämlich für doppelte. Ja, hau rein. Für doppelte Erfahrungspunkte. Und damit gehen wir in das erste Battle nach dem Splat, das erste Battle nach dem Splatfest. Und wir gucken, ob das gebracht hat und wie Topform, in Topform Keep noch ist. So, und los geht's. Jawohl, Kämpfe werden gesucht. Kämpfe werden gesucht. Und oh, Tom Nook ist höchstpersönlich da. Tom Nook höchstpersönlich von Animal Crossing. Ja. das ist eine große Ehre. So, und wir sehen ihn Punkasius, Punkasia Funpark oder wie das Gerümpel hier heißt. Und oh, Tom Nook ist in der Gegner. In der Geg im Gegnerteam. Ja, das war ja zu erwarten. So, los geht's. Jawohl, cool. Wir pinken hier alles ein. Pinky. Ja. Nintendo hat angekündigt, dass es übrigens wieder noch ein Splatfest geben wird. Also keine Sorge. Es wird noch Splatfeste geben. Wie ihr wisst, Kip ist ein sehr schlechter Verlierer. Aber.
Das heißt nicht, dass man aufgibt und dass man jetzt hier die Flossen hängen lässt, den Tentakel hängen lässt. Jetzt heißt es erst recht und hier, ja, Ora 2008 hat es hier weggesplattet, aber das war ein gegenseitiger Splatt. 446 Erfahrungspunkte und wir haben noch gemütliche 2 Minuten Zeit, hier den Funpark neu zu streichen und einen neuen Anstrich zu verpassen. So, hochgeglitscht. Bei dieser Map ist es wichtig, die Mitte zu beherrschen. Ja, Ulti. Ihr seht schon, Kip ist ziemlich geladen. Er will jetzt beweisen, dass er hier kein Loser ist. Wobei ich möchte dazu sagen, zum sogenannten Verliererteam zu gehören, bedeutet natürlich nicht, dass man selbst schlecht gespielt hat. Da spielen eben sehr viele Leute mit. Deswegen lasst euch jetzt davon nicht runterziehen. Und umgekehrt natürlich, wer jetzt im Gewinnerteam ist und hat jetzt aber das Gefühl, ich habe ja gar nicht so gut gespielt oder ich habe kaum mitgespielt, jetzt hier keine Höhenflüge bekommen. So, Tom Nook ist weg vom Fenster. Hier jetzt keine Höhenflüge bekommen und denken, jawohl, jetzt, ich habe hier gewonnen, ich bin jetzt hier der Splatoon Master. Also immer dran denken, das ist ein Teamspiel und man ist da nicht alleine. Wenn man gewinnt, ist man damit dafür nicht alleine verantwortlich, ja, oder dran, aber auch wenn man verliert, nicht, ne? Also von dem her, das würde ich sagen, das Wichtigste bei dem Spiel, überhaupt bei Spielen, ist, Spaß zu haben. Ja? Natürlich ist es auch wichtig zu gewinnen. Also wenn man Jenny verliert, ist es auch keine Motivation mehr. Aber wenn man dann keinen Spaß mehr hat, dann ist es eben auch doof. Und wie gesagt, solche Spawn-Sniper, die wo sich dann irgendwo vor dem Spawnpunkt setzen und immer wieder dieselben Le Leute wegsplatten, die nur auf Kills aus sind. Oder die, wo sich mit der Sniper irgendwo an der Erhebung stehen und wirklich alles wegsnipen, was nicht nied- und nagelfest ist, aber für ihr Team nicht einfärben. Das ist dann auch nicht gerade sehr sportlich und sehr nice. Also ist jedenfalls meine Meinung. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Erfahrung ihr da gemacht habt, sofern ihr Bock habt, Kommentare zu schreiben. So, und 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende, wie zum Schluss oft, nochmal weg, weggesplattet und gucken wir auf den Punktestand. Yes! Kipsplatt alias Kip Supernova ist wieder da und er hat hier mit 2412 Werbungen hier die Bühne gerockt und bekommt die zweifache Erfahrungspunkte, zweifache Stufe und ja, wird wahrscheinlich bald aufsteigen in den Punkten da. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst euch die Laune nicht verderben, wenn ihr verloren habt. Aber bekommt jetzt auch keine Höhenflüge, wenn ihr gewonnen habt. Es ist nur ein Spiel und es soll auch Spaß machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis bald. Tschüss.